Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Angular Tutorial. Wunderbar, heute geht's um Switch Cases. Switch Cases sollten euch aus JavaScript oder sonst woher bekannt vorkommen. Ansonsten ist das nicht die optimale Variante, sie zu lernen. Switch Cases bedeuten so viel wie Ifs, die haben wir letztes Video behandelt, allerdings ein bisschen komplizierter, und zwar wir ifen halt über mehrere Fälle drüber und haben am Ende einen Default-Fall. So kann man es grob zusammenfassen. Was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen ein LI haben, und Achtung, Switches sind erstmal nicht primär hier eine Strukturdirektive, sondern sind gleichzeitig auch noch ein sogenanntes Property Binding. Das bedeutet, wir binden die Property, also wir verbinden, das haben wir eigentlich schon gemacht, wir verbinden die Eigenschaft ng-switch, upsala, wünschte, ich könnte tippen, es tut mir leid, ng-switch mit einer Variablen, und diese Variable kriegen wir natürlich, woher auch sonst, aus unserer VideoComponent.TypeScript. So, und ja, im Endeffekt ist es genau das auch schon. Wir wollen, über was für eine Variable wollen wir denn switchen? Nehmen wir einfach mal die Länge hier, über die switchen wir dann drüber. Das bedeutet, die wird irgendwie wichtig werden. Und je nachdem, wie groß diese Länge ist, zeigen wir hier halt was anderes an. Zum Beispiel zeigen wir, wenn wir die Länge 5 angeben, nur 5 Benutzer, oder wenn wir die Länge 10 haben, zeigen wir eben zum Beispiel 10 Benutzer. Solche Sachen kann man damit machen. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Hier wollen wir jetzt natürlich dann das Ganze auch angeben, und jetzt müssen wir hier die sogenannten Switch Cases, also das hier oben ist die Switch Anweisung sozusagen und das hier unten sind jetzt die Switch Cases, über die wollen wir drüber. Und das bekommen wir, indem wir hier ein Sternchen, das ist jetzt die Strukturdirektive, ng-switch-case. Ja, und hier können wir dann angeben, was denn dieser Wert sein soll. Also in unserem Fall sagen wir einfach mal hier 1 und geben, was geben wir denn aus? Länge ist kurz. Ich will bewusst nicht 1 ausgeben, weil das wäre, naja, sehr unnötig. Dann hätten wir auch gleich einfach die Länge ausgeben können. Dann sagen wir hier noch Mittel und dann sagen wir hier noch Lang, weil immerhin handelt es sich um ein Video und 5 Minuten sind, naja, eigentlich nicht lang, aber egal. So, und jetzt haben wir hier Fälle 1, 3 und 5. Was machen wir denn, wenn es 2 ist, und was machen wir, wenn es, keine Ahnung, 4 oder 128 ist? Dann brauchen wir noch einen sogenannten Default-Fall, der für die anderen Fälle einspringt. Und das ist das ng-switch-default. Und da brauchen wir eigentlich nichts hinten dran, mein Freund. Aber okay. ng-switch-default. Länge ist, ups, ist komisch. So, und jetzt haben wir 4 Fälle. Allerdings einer, der alles behandelt, und die 3, die eben nur diese 3 Werte, also jeweils einen Wert behandeln. So, jetzt haben wir hier auch die Möglichkeit, also den MyClick-Händler würde ich einfach direkt wieder einfügen, und zwar auf die Liste. Ja. Click ist gleich so, wie hieß das Ding jetzt? MyClickHändler. Okay, da hätte ich drauf kommen können. So, dass wir auch die anderen Fälle mal kurz durchprobieren können. Dafür setze ich dann auch die Länge mal noch auf 0, damit wir damit anfangen können. Und jetzt schauen wir uns einfach mal kurz die Seite an. So, erstens, also dieses erstens kommt von der Liste, keine Sorge. Länge ist komisch. Warum ist die Länge komisch? Naja, weil Length auf 0 ist. Wenn wir jetzt draufklicken, das haben wir woanders gemacht, das war ein Event, dann wird hier, also wenn wir auf diese Liste draufklicken, dann wird hier MyClickHändler ausgeführt, und MyClickHändler erhöht die Länge um 1. Das bedeutet, es ändert sich also was. Und wir können hier direkt mal nachgucken, was sich denn ändert. Wenn ich einmal draufklicke, dann ist natürlich die Länge kurz, denn von 0 wurde jetzt auf 1 gesetzt, und ihr habt gesehen, wie schnell das ging. Das ging wirklich zackig. Also Länge ist 1 jetzt aktuell, deswegen Länge ist kurz. Dann ist sie wieder komisch, weil für 2 haben wir nichts angegeben. Für 3 ist sie mittel, für 4 haben wir nichts angegeben, für 5 ist sie lang und für 6 haben wir nichts angegeben, für 7 auch nicht und so weiter und so fort. Ja, und so funktionieren Switch Cases im Endeffekt. Und das war es eigentlich auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, und wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!